Moin Lenny, du arbeitsscheue Kauleiste. Moin Moa, du alter Hartz-IV-Terrorist. Du wirst es mir nicht glauben, was mir gestern passiert ist. Kann ich hell sehen? Nee. Hab ich Tarotkarten in der Hand? Nee. Also, schieß los, was war denn? Ich war gestern früh, jeden Mittag unterwegs. Warst du wieder alleine saufen? Mensch Lenny, die Marktschenke macht doch erst um 18 Uhr auf. Nee, ich lief so durch die Stadt, dachte gerade an Tennis, weil meine Kleine, die Jenny, doch so gerne Tennis spielt. Und da stand er plötzlich da vor mir. Der Bäcker. Was? Der Bäcker? Ja, genau, der Bäcker. Und was glaubst du, was der von mir wollte? Sag nix, ich denk mal deine Tochter. Nee, wieso meine Tochter? Na, weil der doch auch Tennis spielt. Wie, der spielt auch Tennis? Wer? Na, der Bäcker. Na klar. Das wusste ich nicht. Jedenfalls hat er mir nichts von Tennis erzählt. Alles, was der wollte, war, dass ich endlich das Brot bezahle, was ich letzte Woche hab anschreiben lassen. Ach so, und hast bezahlt? Nee, ich kriege erst am ersten Stütze. HIV. Was? HIV. Kann ich vergessen. Ach so, ich dachte schon. Moat, was ist? Kommst du mit auf ein Bier in den Markt, Schenke? Ich hab doch kein Geld. Auf meinem Deckel ist doch noch Platz, da brauchst du kein Geld heute. Nee, dann lass uns mal losdackeln, wa? Na, Lego. Berlin.